Vor 4 Jahren kam er aus dem Bürgerkriegsland Sudan nach Deutschland und wartet seitdem auf die Entscheidung über seinen Asylantrag. Doch weil Adam Ismail Hussein bis dahin nicht untätig bleiben wollte, nahm er sich das Telefonbuch vor und entdeckte eine Bäckerei gleichen Namens. Der 28-Jährige stellte sich daraufhin bei Bäcker Axel Adam im niedersächsischen Burgwedel vor und machte zunächst 10 Wochen Praktikum. Im Anschluss bekam er einen Ausbildungsvertrag und ist jetzt im 2. Jahr seiner Lehre. Ich habe vorher schon in einer Bäckerei mitgearbeitet. Deshalb wollte ich hier eine solche Ausbildung machen. Zum Glück hat es geklappt. Mit der deutschen Sprache hat er noch seine Probleme. Trotzdem kommt Hussein mit seinem Chef gut klar. Und der mit ihm. Er ist ein exzellenter Mensch, ein toller Handwerker. Und das wusste ich nach 10 Wochen Praktikum, wusste ich das. Nach 4 Jahren Aufenthalt dürfen Flüchtlinge in Deutschland ihren eigenen Lebensunterhalt verdienen, in Ausnahmefällen auch schon vorher. Doch sie brauchen Hilfe, nicht nur bei der Suche nach einer Arbeit oder Ausbildung, sondern auch in Form von Deutsch- und Integrationskursen. Projekte wie die des Niedersächsischen Flüchtlingsrates in Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer Hannover und verschiedenen Vereinen helfen den Asylbewerbern dabei. Die größte Herausforderung im Moment ist, dass von der Politik aufgemacht wird, eine Spaltung in nützliche und nicht nützliche Flüchtlinge. Flüchtlinge, die verwertbar sind auf dem Arbeitsmarkt oder Qualifikationen mitbringen, die gewünscht und verwertbar sind, und denjenigen, die diese Qualifikationen erstmal nicht mitbringen. Und unsere Aufgabe wird es sein, für alle eine Möglichkeit und einen Zugang zum Arbeitsmarkt zu finden. Für Adam Ismail Hussein ist vor allem eines wichtig, dass er wegen seines Ausbildungsvertrages bleiben darf und nicht abgeschoben wird und vielleicht irgendwann seine Frau nachholen kann. Das haben wir noch nie gemacht. Ich hoffe, dass mein Fall schnell gelöst wird. Ich wurde hier gut aufgenommen und die Adams sind wie meine zweite Familie. Auch Bäcker Adam hofft, dass sein Azubi bleiben darf. Denn er möchte ihn eines Tages zu seinem Nachfolger machen.